wir sind als Gewerkschaft da, weil es eigentlich darum geht, für ordentliche Lebensmittel zu sein, für eine demokratische Welt und weil wir als Gewerkschaft ganz einfach für Arbeitnehmerrechte eintreten. Und den wenigsten ist bekannt, dass dieses sogenannte Freihandelsabkommen Arbeitsrechte liberalisiert. Und da können wir als Gewerkschaft nicht zustimmen. Unser Ziel ist klar, zentrale Kollektivverträge, einheitliche Standards für Arbeitnehmer und zum Beispiel keine Einzelverträge, weil das schwächt jeden Einzelnen. Damit ist es klar, dass Gewerkschaften hier dabei sind. Durch die Handelsabkommen TTIP und CETA werden die Umweltstandards, die wir in den letzten 30 Jahren hart erkämpft haben, auf dem Altar des Freihandels geopfert. Es soll der Markt geöffnet werden für mehr Gentechnikprodukte. Giftige Chemikalien sollen leichter zugelassen werden. Diese Handelsabkommen orientieren sich rein an den Interessen der großen Konzerne und verschlechtern unsere Umweltstandards, für die wir in den letzten Jahrzehnten hart gekämpft haben. Es gibt noch einen anderen Vorschlag, von dem noch nicht so viel gesprochen wurde, und das ist die regulatorische Kooperation. Das ist ein Vorschlag, der vorsieht, dass bevor je ein Parlament hier in Österreich oder in der EU ein Gesetz zu Gesicht bekommt, die EU-Kommission und die ES-Administration im Rahmen eines regulatorischen Rates unter Beteiligung von Konzernen Gesetze sich anschaut und darauf prüft, ob sie eh nicht handelshemmend sind. Warum seid ihr gegen dieses Freihandelsabkommen? Weil dieses Freihandelsabkommen ganz stark die bäuerlichen Betriebe in Europa, aber auch in den USA unter Druck bringen wird. Durch die zunehmende Konkurrenz und den Wettbewerb zwischen der Agrarindustrie und bäuerlichen Betrieben wird es zwangsläufig dazu führen, dass es zu einem sehr starken Agrarstrukturwandel kommt und kleine und mittlere Betriebe zur Aufgabe gezwungen werden sein. Und da stehen wir ganz klar dagegen ein, weil wir denken, dass eine nachhaltige, ökologische, sozial gerechte Landwirtschaft und damit auch Ernährung nur von klein- und mittelstrukturierten Betrieben gewährleistet werden kann und somit auch der Hunger weltweit und global bekämpft werden kann. Ja, der heutige Aktionstag war wunderbar. Es waren mehr als 2000 Menschen hier in Wien auf der Straße, um lautstark zu sagen, wir wollen TTIP, wir wollen CETA, wir wollen TISA nicht. Und europaweit waren wir Hunderttausende, die auf der Straße waren, um diese Nachricht in die Öffentlichkeit zu tragen. Wie kann man sich daran beteiligen, an diesen Aktionen? Welche Möglichkeiten gibt es da für den Einzelnen, für die Einzelnen? Also man kann jetzt als nächstes die selbstorganisierte europäische Bürgerinneninitiative unterschreiben, auf der Website von attac.at zum Beispiel. Man kann eine Veranstaltung organisieren in der eigenen Gemeinde oder im eigenen Bezirk. Man kann uns anfragen bei attac, bei der Plattform TTIP stoppen für eine Referentin. Man kann in den Betrieb gehen, dort wo man arbeitet, um Menschen zu informieren. Wir geben gerne unsere Informationsmaterialien und dann im Frühjahr nächsten Jahres werden wir sicher wieder einen Aktionstag machen und dann laden wir wieder alle ein, mit auf die Straße zu gehen. Was ist die Deadline für TTIP? Wann soll denn das beschlossen werden? Es gibt keine Deadline, es gibt ein Ziel der Verhandler. Sie meinen oder wollen 2015 diese Verhandlungen abschließen. Wir werden alles dazu beitragen und tun, damit diese Verhandlungen nie zum Abschluss kommen.